Servus und Ahoi und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es um den Geschirrspüler-Fehlercode E09. Ich werde dir in diesem Video zeigen, wie dieser überprüft und auch beseitigt wird. Bei diesem Fehlercode handelt es sich um ein Heizproblem des Geschirrspülers. Meistens bricht der Geschirrspüler mittel im laufenden Programm einfach ab und zeigt den Fehler E09 an. Es kann aber auch sein, dass das Programm bis zum Ende durchläuft. Wenn ihr dann die Tür öffnet, dann habt ihr ebenfalls den Fehler E09 und merkt auch gleich, dass kein heißer Dampf mehr entgegenkommt und das Wasser somit nicht erhitzt wurde. Wenn du einen Geschirrspüler ohne Zeolithechnik hast, bist du hier in diesem Video genau richtig. Hast du allerdings einen Geschirrspüler mit Zeolithechnik, bist du hier nicht ganz richtig. Ich werde dir hierzu das passende Video einmal oben einblenden und unten in der Videobeschreibung noch einmal verlinken. Hier habe ich jetzt mal so eine Heizpumpe. Diese Heizpumpe hat zwei Eigenschaften. Einmal pumpt sie das Wasser in die Sprüharme, um das Wasser im Geschirrspüler drin einmal zu verteilen. Und dann haben wir hier noch einmal die Heizung, um das Wasser zu erwärmen. Ist einer der beiden Eigenschaften der Pumpe oder der Heizpumpe defekt, muss die ganze Heizpumpe ausgetauscht werden. Also Ersatzteile nur für Pumpe oder nur für die Heizung gibt es nicht. Das gibt es nur als Kombiteil und deshalb müssen wir bei einem Defekt das ganze Teil einmal austauschen. Zuerst nehmen wir den Geschirrspüler vom Stromnetz und trennen diesen vom Wasser, damit nichts passieren kann. Hierzu sind unbedingt die 5 Sicherheitsregeln der Elektrotechnik zu beachten. Sind dir diese unbekannt, dann schau dir hierzu das Video einmal an. Ich werde es oben einmal einblenden und unten in der Videobeschreibung einmal verlinken. Wenn das Gerät stromlos ist und vom Wasser getrennt wurde, demontieren wir die Küchenzockelleiste, entfernen die Befestigungsschrauben, drehen bei Bedarf die Füße etwas ab und ziehen den Geschirrspüler einmal nach vorne raus. Jetzt werden wir einmal die rechte Seitenwand des Geschirrspülers entfernen. Es kann jetzt auch sein, dass du einfach hier unten nur so eine kleine Blende, eine Metallblende hast, also nicht eine komplette Metallwand. Dann hast du von vorne einfach eine Schraube, hinten ist das Blech eingeklipst und so kannst du es dann auch entnehmen. Bei dieser Wand kann ich es jetzt natürlich besser zeigen. Wir öffnen jetzt einmal die Tür. Entweder haben wir oben und unten eine Schraube, die wir entfernen müssen. In meinem Fall haben wir jetzt nur unten eine. Also schrauben wir die untere Schraube einmal raus. Meistens mit einem Torx T20 Aufsatz oder auch Schraubendreher geht natürlich auch. Dann schließen wir die Front wieder. Und dann haben wir hier oben jeweils zwei Nasen. Wir heben die Seitenmetallwand einmal an, ziehen diese einfach raus auf die Seite. Hier genauso, auch nach hinten ist sie eingehakt. Meistens geht diese gleich mit raus und dann können wir das Ganze hier auch schon abnehmen. Die komplette Dämmung wird unten einmal ausgefädelt und kann dann einfach nach oben umgeklappt werden. Wenn die komplette Seitenverkleidung oder die untere Verkleidung einmal demontiert wurde, haben wir bei den meisten Geschirrspülern so eine Elektronik hier sitzen. Das ist die komplette Versorgungselektronik für den Geschirrspüler. Diese müssen wir jetzt natürlich einmal ausbauen. Falls du diese nicht hast, dann spul weiter, ansonsten bleib dran, weil wir müssen diese ausbauen, um überhaupt an die Heizpumpe dran zu kommen. Ganz wichtig, zuerst ziehen wir hinten diesen Stecker vom Geschirrspüler. Der Geschirrspüler sollte natürlich trotzdem stromlos sein, aber diesen müssen wir jetzt ziehen, weil dieser steckt in der Elektronik hier hinten drin. Legen diesen beiseite, dann haben wir hier oben so eine Abdeckung. Diese Abdeckung heben wir hinten etwas an und ziehen das Ganze mit etwas Wackeln nach vorne. Dann haben wir hier die Elektronik mit zwei Nasen mit einem Flachschlitzschraubendreher. Hebeln wir das Ganze jetzt hier einmal etwas raus, dass die Nasen hier nicht mehr drin sind. Und dann können wir die ganze Elektronik nach oben
etwas abziehen und legen diese beiseite. Um besser hantieren zu können und bessere Lichtverhältnisse zu bekommen, demontiere ich jetzt noch die Möbelfront und die vordere untere Blechblende. Ob du das auch zusätzlich machen möchtest, überlasse ich dir. Wie du so eine Möbelfront einmal richtig demontierst und natürlich auch wieder richtig montierst, zeige ich dir in einem separaten Video. Ich werde es dir oben einmal einblenden und unten in der Videobeschreibung noch einmal verlinken. Das untere, vordere Blech hat zwei Schrauben, einmal links und einmal rechts, meistens mit einem Torx T20 Schraubenkopf. Diese schrauben wir jetzt einmal raus und entnehmen das Blech dann mit leichtem Drehen nach vorne. Aber Achtung, hast du noch wie ich so eine Timelight-Anzeige, dann zieh noch hier den kleinen Stecker. Als erstes würde ich jetzt mal schauen, ob die verbauten Stecker richtig sitzen. Es kann auch mal vorkommen, dass sich ein Stecker gelöst hat und deshalb die Funktion der Heizpumpe eingeschränkt oder gar nicht mehr vorhanden ist. Falls das nicht der Fall sein sollte, kommen wir zum nächsten Schritt. Dann können wir jetzt die komplette Heizpumpe einmal ausbauen. Und zwar starten wir so, dass wir die ganzen Kabel einmal mit den Steckern aus der Heizpumpe entfernen. Und zwar haben wir hier solche Laschen. Diese Laschen drücken wir einfach beiseite und dann können wir den Stecker sachte und leicht nach vorne rausziehen. Dies bitte nicht mit Gewalt machen, ansonsten kann hier ein Kabel oder mehrere Kabel einfach rausgerissen werden und dann hätten wir ein größeres Problem. Hier hinten haben wir das gleiche, hier haben wir jetzt eine Lasche, die wir nach unten drücken müssen und mit ein bisschen Wackeln können wir den Stecker dann nach vorne abziehen. Und bei diesem kleinen hier haben wir jetzt keine Lasche, zumindest bei meiner Heizpumpe hier mit Gefühl etwas nach vorne ziehen und auch leicht wackeln. Und schon sind die ganzen Stecker einmal entfernt. Hier oben haben wir noch eine Aufhängung oder einen Schwingungsdämpfer. Diesen aus Gummi müssen wir jetzt auch einmal rausmachen und zwar wird er einfach nach vorne rausgezogen. Einmal unten, einmal oben. Die Heizpumpe wird jetzt etwas angehoben und dann nach rechts gedreht. Etwas wackeln und dann wird diese einfach nach vorne rausgezogen. Das Wasser, wo hier rausgekommen ist, trocknen wir natürlich jetzt noch mit Tüchern, dass hier wieder alles trocken ist. Wenn hier jetzt einmal zu viel Wasser rauskommt, dann haben wir hier hinten so einen kleinen Schlitz und hier läuft das Wasser unter einen Schwimmer, also das ist ein Styroporteil. Das ist eine Sicherheitsfunktion sozusagen, wo der Geschirrspüler dann den Fehler E15 auslöst. Das bedeutet, dieser Schwimmer, dieses Styropor, geht dann durch das Wasser in die Höhe, schwimmt sozusagen und löst somit den Fehler aus. Das heißt, wenn dieser Fehler ausgelöst wird, funktioniert die Maschine nicht. Also wenn Wasser hier unten in diesen Schlitz reinläuft und unter diesem Schwimmer ist, müssen wir das vordere untere Blech, so wie ich es gemacht habe, für die Lichtzwecke, aber auch zum besser drankommen, auf jeden Fall wegschrauben und dann könnt ihr diesen anheben und unten drunter unter diesem Schwimmer alles trocknen. Wenn dein Geschirrspüler jetzt zum Beispiel überhaupt nicht abgepumpt hat, dann steht natürlich im Inneren vom Geschirrspüler noch sehr viel Wasser. Dann darfst du natürlich die Heizpumpe nicht einfach so jetzt rausmachen, sondern sollst vorher das Wasser im Innenraum einmal komplett entleeren. Wir haben jetzt hier hinten und hier oben so einen Stutzen, wo unsere Heizpumpe dann eingesteckt wird. Und vom oberen Stutzen haben wir hier so eine Schelle. Diese Schelle können wir in drei verschiedenen Stellen jetzt verstellen. Groß, klein, mittel. Das gefällt mir jetzt nicht so. Beim Ersatzteil, also bei der Heizpumpe bei der neuen, ist so eine Schelle dabei. Diese würde ich auf jeden Fall tauschen mit der originalen. Diese setzen wir jetzt einmal so rein, dass man nachher natürlich mit dem Schraubenzieher auch drankommt und diese zuschrauben kann. Das ist einfach sicherer als eine, die man nicht nachziehen kann.
So, dann kommen wir zum Einbau der neuen Heizpumpe. Meine neue Heizpumpe ist von den Maßen etwas anders da. Das heißt, nicht so lang von der Länge wie die alte. Das ist natürlich schon mal gut, hat man ein bisschen mehr Platz. Wir haben hier jetzt solche Markierungen. Diese Markierungen sind dafür da, dass die hintere Verbindung hier, also dieser Schlauch, das ist ein Gummischlauch, der muss komplett hier unten auf dieser Markierung anliegen. Und dann wissen wir, dass dieser Stützen hier weit genug hier in den Gummischlauch reinragt. Und wenn das passt, dann sollten wir schauen, dass die Pumpe reingedrückt wird, also so weit wie möglich auch hier rein. Hier hinten ist auch wieder so ein, ich sag mal, Markierungsanschlag. Jetzt setzen wir die Pumpe einmal oben an und dann den Stutzen nach hinten, drücken das Ganze rein mit etwas Wippen und dann drehen wir das Ganze einmal gegen den Uhrzeigersinn, also nach links, damit hier hinten, also der Anschluss nach oben, vernünftig reinrutscht. Und drücken das Ganze nochmal richtig hier dran. Und dann haben wir oben eine Schelle. Die Schelle legen wir so weit wie möglich unten an und drehen diese dann einmal zu. Wir überprüfen jetzt nochmal den Sitz, dass die Pumpe ganz reingedrückt ist, so weit wie es geht, und nach oben zu dem Gummistutzen, dass die Markierung am Gummischlauch anliegt und dass die Schlauchschelle gut handfest zugezogen ist. Jetzt kann die Aufhängung oder Schwingungsdämpfer hier wieder eingesetzt werden. Einmal komplett reindrücken, bis dieser richtig sitzt. Dann kommen wir wieder zu den Steckern. Diese verbinden wir hier jetzt wieder und setzen diese ein. Man kann hier eigentlich gar nichts falsch machen. Jeder Stecker hat eine andere Aufnahme und kann somit eigentlich gar nicht vertauscht werden. Reindrücken, bis es Klick macht. Dann haben wir hier diesen vom Temperaturfühler. Der ist auch drin. Und zuletzt kommt dann noch dieser von vorne. So. Dann kommen wir zur Geschirrspülerelektronik. Diese setzen wir jetzt auch wieder ein. Und zwar genau so rum. Das heißt, der Eingang für den Netzstecker ist hinten und unten. Kommen wir einmal so hin. Gehen ganz nach hinten an die Rückwand. Und dann gehen wir einmal nach unten. Das macht auch wieder hier Klick, dass diese beiden Teile hier eingeklickt sind. Den Deckel setzen wir einmal so schräg an, gehen dann nach hinten, richtige Position suchen, drücken, bis es Klick macht und drin ist es. Der Stecker kann dann hinten wieder in die Elektronik eingesteckt werden. Die Dämmung legen wir dann wieder einmal rum, stecken diese hier unten wieder rein. Dann kommen wir zu der Seitenverkleidung. Wir haben hier unten so zwei längliche Schlitze und unten haben wir Nasen. Und zwar müssen wir diese unten in die richtige Position einhaken. Und dann wird das Ganze oben einfach hier eingedrückt, hinten. Und auf der Hinterseite sind auch so zwei Laschen. Hier ist es schon reingerutscht. Falls nicht, einfach nochmal reindrücken. Also hier oben muss es auch drin sein. Hier vorne kann man auch noch mal reindrücken. Dann öffnen wir die Tür und von vorne, bei mir war es jetzt hier nur von unten, kommt dann wieder eine Schraube rein. Dann kommen wir zur unteren vorderen Blende. Wir machen hier jetzt wieder unseren Stecker für die Timelight rein. Wir drehen das Ganze, setzen oben
zentriert das Ganze einmal an und drücken das Ganze dann unten rein, bis es hier unten richtig an der Position anliegt und drin ist. Hier haben wir dann auch nur den Blechüberstand und das Blech steht nicht weiter weg. Dann haben wir es richtig drin, oben auch. Dann verwenden wir wieder unsere zwei Schrauben und schrauben das Ganze fest. Als nächstes wird wieder die Front montiert. Natürlich nur, wenn du diese auch demontiert hast. Jetzt kann der Geschirrspüler einmal reingeschoben werden, aber Achtung beim Reinschieben, die Schläuche können hinten gequetscht werden. Das bedeutet, unten im Sockelbereich geht ihr rein und zieht die Schläuche dann zur Seite, damit diese nicht eingeklemmt werden können. Wenn der Geschirrspüler auf der richtigen Position steht, dann nehmen wir uns einen Schlüssel und drehen die vorderen Füße so weit hoch, dass die obere Kante wieder von der Linie übereinstimmt. So, jetzt ist er ein bisschen nach hinten geneigt. Das heißt, hier unten ist er bündig und oben schaut er zu weit nach hinten. Das heißt, mit dem hinteren Fuß müssen wir nach oben. Wir haben in der Mitte hier unten im Sockelbereich eine Schraube. Diese drehen wir nach rechts und dann kommt die Front auch schon nach vorne. Dann öffnen wir ihn leicht, ohne ihn zu verrücken, nehmen dann die Befestigungsschrauben und schrauben den wieder richtig fest. Einmal links, einmal rechts. Dann kommen wir zu der Sockelleiste. Ich habe jetzt hier noch so zwei Beleuchtungen dran, also muss ich hier natürlich auch meinen Strom wieder verbinden. Kabel wieder verstecken und dann die Sockelleiste hier einfach wieder eingebracht. Dann kümmern wir uns nochmal um den Anschluss, und zwar den Wasseranschluss und den Stromanschluss vom Geschirrspüler. Dann öffnen wir den Geschirrspüler, schalten ihn mal an. Wenn jetzt keine Fehlermeldung erscheint, ist schon mal alles super. Wir wählen jetzt zwischen 65 und 70 Grad ein Programm. Gerade wenn er länger gestanden ist, ist es auf jeden Fall super, wenn dieser nochmal mit heißem Wasser durchgespült wird. Wenn der Geschirrspüler gestartet ist, lassen wir diesen zwischen 10 und 15 Minuten einmal laufen und öffnen dann im laufenden Programm die Tür und schauen, ob das Wasser sich erhitzt hat. Wenn es sich erhitzt hat, dann haben wir alles richtig gemacht. Dann würde ich das Programm unterbrechen, Geschirr rein, dass er nicht umsonst läuft, und dann einmal wie immer durchlaufen lassen. Dann sind wir auch schon wieder am Ende mit diesem Video und hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Wenn ich dir helfen konnte, dann lass mir doch einen Daumen nach oben da, abonniere und teile meinen Kanal und sei auch das nächste Mal wieder dabei. Ich sage Tschüss, bis bald, dein Tobias.